Hallo, mein lieber Anrufer, meine liebe Anruferin. Wie darf ich dich denn hier in der Call-Carlo-Show nennen? Ja, hallo, hier ist Rick the Flick. Hallo, Rick the Flick. Wie geht es dir, mein Lieber? Mir geht's blenden und selber? Mir geht es, ja, du weißt, ich hab's ja gerade erzählt, hatte ein paar technische Probleme heute Nachmittag, da ging's mir nicht so blendend, aber sobald die Sendung hier losgeht und ich mit euch ein bisschen quatschen kann, ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung, mein lieber Rick. Ja, und heute haben wir ja hier das Thema Kaffee oder Tee. Habe ich das eben im Chat schon richtig gelesen? Du bist mehr so der Kaffeetyp? Ich bin komplett der Kaffeetyp, ja. Also jeden Morgen Kaffee muss. Mit Milch aber. Schwarz trinke ich nicht. Ah, Kaffee mit Milch. Ja, ich habe mich vorhin schon geoutet. Ich trinke tatsächlich meinen Kaffee mit Milch und Süßstoff, ja. Jetzt kriegst du natürlich vom Kaffeekenner, kriegst du jetzt schon irgendwie so einen Kinnhaken oder so einen Schlag in den Nacken oder so. Du auch mit deiner Milch, das sehen die gar nicht gerne. Da bist du gleich raus. Hier sitzt noch ein Kollege daneben und ich muss sagen, am Morgen einen Kaffee, das kann ich schon auch sehr, sehr gut gebrauchen. Aber Süßstoff, da bin ich eher nicht so dabei. Aber was machst du rein? Milch oder nur Milch oder mit Zucker? Ein bisschen Milch, aber auch nur, weil ich keinen Bock habe, den kalt werden zu lassen. Und hallo? Hallo? Was ist jetzt passiert? Seid ihr noch da? Ja, sorry, das war gerade Audio ein bisschen weg kurz. Kein Problem, kein Problem. Also, hier haben wir einmal den Rick, der trinkt seinen Kaffee mit Milch. Und du, mein Lieber, wie darf ich dich denn hier nennen? Eure Stimmen kann ich wahrscheinlich eh nicht auseinanderhalten. Ich bin Tim. Ah, Tim, mein Lieber. Und Tim, du trinkst mit ein ganz bisschen Milch. Aber jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, warum nur so ein bisschen? Woran liegt das? Wegen der Temperatur. Wenn der Kaffee am Anfang heiß rauskommt, dann kann man ja erstmal noch ein paar Minütchen nicht trinken und da ist dann ein bisschen Milch zum Runterkühlen sehr entspannt. Ich verstehe, du bist eher so der ungeduldige Typ, das muss bei dir morgens alles ein bisschen schnell gehen, deswegen kommt ein Schuss kalte Milch rein, dann geht das gleich ein bisschen besser. Leute, absolut. Trinkt ihr denn auch so hier wie unser Bulldog aus dem Chat, trinkt ihr auch 3 Kannen am Tag oder wie sieht's bei euch aus? Nee, ein entspanntes Kännchen für den Morgen und das reicht dann. Ein entspannt, auch so ein Kännchen aber, oder was? Oder eine Tasse? Ja, so 600 Milliliter, also grob. Naja, ja, das ist ja gut. Das ist auch so eine große, ja, so eine große Tasse habe ich, glaube ich, auch. Nö, das passt, das ist gut. Und habt ihr so eine bestimmte Sorte oder so? Wo legt ihr da irgendwo drauf Wert? Oder Hauptsache, keine Ahnung, Hauptsache Kaffee? Ach, Chibo-Kaffee, Bio-Kaffee, alles mal dabei gewesen. Kommt ganz drauf an. Und schmeckt man da Unterschiede, sag mal ehrlich? Sehr stark. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, was schmeckt euch nicht? Also es gibt, kommt drauf an, also diese günstigeren Kaffees, kommt natürlich dann drauf an, ob die jetzt stärker sind oder schwächer, aber umso günstiger und umso stärker, umso mehr Säure beinhalten die halt so und das merkt man dann halt auch relativ schnell dann auch im Bauch. Und ich bin eher so dieser Typ mittelstark bis etwas stärker und dann halt ein bisschen Milch rein, um dann die Säure ein bisschen zu neutralisieren, aber vom Geschmack her. Das kommt halt immer auf die Bohnen an, wie die geröstet worden sind und das kann man dann schon deutlich herausschmecken. Also das heißt, ihr kriegt auch so ein bisschen, du kriegst ein bisschen Magenprobleme von diesen Röststoffen da drin manchmal? Auf jeden Fall, ja. Okay, das kriege ich immer, muss ich sagen. Manchmal, ich bin, also weißt du, entweder mache ich mir meinen Handaufgusskaffee hier, da mache ich mir meine Bohnen, mache ich mir in meine kleine Mühle rein und mache das dann frisch, brühe das mir frisch auf morgens eine große Tasse. Da bin ich relativ pragmatisch, aber noch pragmatischer wird's, ja, wenn ich mal gar keine Zeit habe. Leute, ich bin sogar, ich mache, also ich begehe die Todsünde. Ich greife auch mal tatsächlich zum Instant-Kaffee. Ja, wenn es nein, ganz, nein. Doch! Wenn es ganz schnell gehen muss. Hier, guck mal. Aber Ich gebe es zu. Hast du ein Placement oder wie? Nein, habe ich nicht. Und keine, das ist alles unbezahlte Werbung hier. Das ist alles, aber ich greife tatsächlich zum Instant-Kaffee. Ich weiß, das ist das absolute No-Go, aber ich liebe das, dass einfach nur ein Teelöffel rein, Wasser drauf und fertig. Das finde ich eigentlich eine geniale Erfindung also nach wie vor. Kaffee kann ich verstehen, ja. Aber es wird ja noch sündhafter dadurch, dass du einen Teelöffel nimmst. Hast du vollkommen recht. Es ist ein Kaffeelöffel, wie auch immer, ne? Aber hast du vollkommen recht. Nee, aber ich muss dir sagen, wo ihr gerade sagt, ihr kriegt manchmal vom Kaffee, ich kriege tatsächlich von diesem, wie nennt man das, gefriergetrockneten Kaffee, von diesem komischen Instant-Kaffee, davon kriege ich tatsächlich Magenprobleme. Also andersrum? Ja, ich krieg von dem Instant-Kaffee, kriege ich Magenprobleme. Oh.
Ja gut, noch ein Grund, das sein zu lassen. Noch ein Grund, das sein zu lassen. Ja, manchmal, ich weiß auch nicht, was mich da reitet. Ich weiß auch nicht, warum wir das haben. Es ist auch super selten, aber irgendwie, du siehst, das Ding ist schon doch schon fast wieder leer. Keine Ahnung, wer den immer leer macht. Frau Carlo vielleicht. Ich weiß es nicht. Leute, jetzt sagt ihr, okay, es gibt schon Unterschiede. Habt ihr euch denn mal einen Kaffee gemerkt, der euch besonders gut geschmeckt habt, hat? Hallo? Hallo? Da ja, jetzt, wieder jetzt bist du wieder da. Ah ja. Leute, habt ihr denn mal einen Kaffee euch gemerkt, der euch besonders gut geschmeckt hat? Es gibt bei Rewe einen, wo so ein Mexikaner drauf ist, so eine gelbe Verpackung, der ist ganz lecker. Ja, das kann ja nicht schlecht schmecken. Ich habe ja hier eben schon, jetzt kommt nochmal direkt noch ein Product Placement hinterher, da wart ihr noch nicht dabei. Guck mal, das ist meine aktuelle Packung. Ich trinke tatsächlich Dallmayr, ich gönne mir den Dallmayr und das ist auch irgend so ein komischer Mexiko-Mix, das ist irgend so eine Sonderedition, ist auch ein hübscher kleiner Sombrero drauf. Stehe ich drauf. Aber du hast ja auch die ganzen Bohnen, das ist ja nochmal viel besser, wenn man die frisch malt, so, dann ist das echt nochmal ein anderer Geschmack. Ja, das sagen alle, aber soll ich dir mal was sagen? Keine Ahnung, ich mache das, weil, was ich weiß ehrlich gesagt, also es ist folgendermaßen, ich bin kein großer Kaffee-Kenner oder so. Wenn du mir jetzt einen Kaffee hinstellen würdest und sagst, der ist frisch gemahlen, dabei ist der gar nicht frisch gemahlen. Mir würde sowas nicht auffallen. Okay. Aber ich mache das irgendwie, weißt du, morgens ist man ja noch ein bisschen benebelt, keine Ahnung, man muss erst mal zu sich kommen, dann ist das so ein Ritual, dann haust du die Bohnen durch die Mühle und so weiter und das ist irgendwie so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das tausendmal besser schmeckt als ein Pulver. Ja, also mit Pulver würde ich da schon einen Unterschied rausschmecken, als halt normalen Kaffee, entweder gemahlen oder selber gemahlen. Also bei Instant-Kaffee schmeckt man das eigentlich schon ganz gut raus. Also würde ich jetzt mal sagen. Also bei Instant-Kaffee ja. Also Instant-Kaffee schmecke ich auch. Bei zum Beispiel, aber so vorgemahlenes Pulver und frisch gemahlen. Würde ich jetzt auch sagen, dass ich das nicht herausfinden würde. Also das ist für, was haltet ihr denn so von diesen ganzen Vollautomaten-Dingern hier? Diese Teile, die 1000 Euro kosten, machen riesig Krach. Ja, also von den Vollautomaten bediene ich mich schon bei. Nur ist da eher mal die Wirkung im Vordergrund als der Geschmack. Das heißt, da quetscht du mehr Koffein raus, oder was? Ja, also wenn ich Koffein brauche, dann trinke ich so ein, aber dann, ich trinke das halt nicht so, weil lecker Kaffee, sondern einfach nur so, ich bin hundemüde und ich brauche Kaffee. Also bei euch wirkt Koffein tatsächlich noch aus dem Kaffee, aus der Kaffeebohne? Also Placebo bestimmt, aber man denkt sich das halt. Naja, wenn man so sich seinen halben Liter gönnt, so zwei schöne Tassen, dann schmeckt man da schon. Also man schmeckt den Morgen Kaffee so am Morgen immer schön angenehm und so eine halbe Stunde später ist dann schon auch ein bisschen das Koffein da. Würde ich schon sagen. Okay, ja, ich gehöre zu der Fraktion, ich dosiere immer leider mein Pulver ein bisschen über. Ich mache immer, glaube ich, viel zu viel Pulver auf meine große Tasse. Es ist schon eine große Tasse, aber so groß ist sie auch nicht. Und irgendwie. Was für einen Löffel nimmst du? Was nehme ich für einen Löffel? Ich habe einfach so einen normalen Kaffeelöffel, so einen normalen so ein kleinen Löffel. Kaffeelöffel in der Box drin? Nee, also ich habe jetzt nicht so ein Ding, das so um die Ecke geht und so, mit so einem, also so ein tiefes Ding, wo man so richtig portioniert, sowas nicht. Einfach, ich habe so einen normalen Kaffeelöffel und dann mache ich vier gehäufte Löffel in so eine Tasse. So eine große Tasse. In eine Tasse, das hört sich schon nach sehr viel an. Ja, also ich mache mir auf meinen halben Liter, mache ich mir so anderthalb bis zwei Löffel. Ja, eben. Also ich glaube, ich dosiere da grundsätzlich konsequent über. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, wenn ich zu wenig reinmache, schmeckt es nach nichts und so. Dann bin ich irgendwie unzufrieden. Keine Ahnung. Leute, wart ihr schon mal in so einer Edelrösterei? Gibt es doch jetzt fast in jedem Stadtviertel. Da gibt es irgendwelche Kaffeeröstereien an der Ecke. Wart ihr da schon mal drin? Das war jetzt nicht so direkt so eine Kaffeerösterei, aber halt eher so ein Kaffee-Verkaufsladen, wo die halt verschiedene Sorten hatten, mit ganzen Bohnen, mit gemahlenen Bohnen und so, da konnte man halt dann irgendwie schon mal dran riechen. Da hat man dann den Unterschied dann gerochen, aber geschmeckt eher weniger so.
Also das ist nämlich auch immer, was ich denke. Ich lasse mich so ein bisschen verzaubern, ja, also, weißt du, wenn mir da jemand so eine Kaffeebohne frisch röstet und dann haben die vielleicht noch eine schöne Verpackung und so, dann finde ich das irgendwie gut, dann kosten aber 250 Gramm locker 10 Euro oder so teilweise oder was weiß ich wie viel und dann ist so, also dieser Kick obendrauf, dass es das jetzt doch besonders guter, jetzt zusätzlich toller Geschmack wäre, also das sehe ich irgendwie nicht. Und dann kaufst du es für viel Geld. Nein, eben nicht. Ich lasse, weiß ich, habe ich da vielleicht ein, zwei Mal verführen lassen oder so. Okay. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, ja, ich brauche jetzt immer so diese, keine Ahnung, wo der peruanische Opa persönlich die Kaffeebohnen geerntet hat. Das brauche ich jetzt irgendwie nicht so. Aber dieser ganze Hype um den Kaffee, diese ganzen Kaffeesnobs, das habt ihr doch auch mitgekriegt. Geht euch das auf den Senkel oder ist euch das egal? Ja, also nachvollziehen. Also so wirklich Kaffeesnob bin ich dann auch nicht. Also das ist dann eher dann auch sowas, eher so, Kaffee ist dann eher so ein Muss. Manchmal ist es eher Genuss, aber das wechselt sich teilweise so ab. Also wenn ich keinen leckeren Kaffee trinke, würde ich den trotzdem austrinken morgens, um halt irgendwie wach zu werden. Mittags wäre das dann wieder was anderes. Dann würde ich den lieber stehen lassen, wenn ich mir sagen würde, der schmeckt mir nicht. Ja, ja. Leute, wie steht ihr denn zu Coffee to go? Bin ich voll dafür, aber halt, wenn ich mein eigenes Ding irgendwie dabei habe, sonst schmeiße ich das halt irgendwie direkt weg, wenn ich es ausgetrunken habe, ist ja auch irgendwie... Meinst du, ist das so ein Pappbecher? Genau, Coffee to go von Starbucks hier oder keine Ahnung, aus der Bäckerei. Kein großer Fan eigentlich. Eigentlich auch nicht so sehr. Das heißt, weil das irgendwie nervig ist, immer seinen eigenen Becher mitzubringen oder schmeckt das nicht oder ist einfach zu teuer? Eine Kombination eigentlich aus allem, was du gerade gesagt hast. Oha, das K.O. Coffee to go von Starbucks, K.O. geschlagen von euch, aber von euch beiden. Einfach so ein Emserbecher morgens füllen, der hält sich die nächsten 5 Stunden gut warm. Dann einfach da einen vernünftigen Kaffee rein, ganz oben drauf, ein paar Deziliter Milch, so ein, zwei. Und dann schmeckt das die nächsten 5 Stunden ganz gut. Das heißt, es ist so ein Warmhalteteil. Ja, so eine Thermoskanne, die halt sehr, sehr gut verschließt, weil wenn du willst ja keinen Kaffee in deinem Beutel haben oder so. Ungern. Oh, also ganz ungern. Also ganz, ganz ungern. Deswegen, ja, Leute, ja, oder ihr macht es so. Das heißt, von Starbucks so ein Coffee to go, so also ein Venti-Becher mit allem Schnickschnack für 9 Euro, da sagt ihr, nee, nicht für mich. Nee. Ich hätte mal eine Frage. Ja. Wie stehst du zu Kaffee und Kuchen? Dann Kaffee oder Tee zum Kuchen? Ja, natürlich Kaffee zum Kuchen. Ja, sehr sicher. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, ja klar, heute Kaffee oder Tee. Kaffeemenschen gegen Teemenschen. Ich glaube, wir sind sowieso mehr Kaffeemenschen hier, davon abgesehen. Aber ich weiß gar nicht, ich sage jetzt mal so ein Stück Käsekuchen oder so ein Stück was weiß ich, ne? Wie soll das mit Tee zusammen schmecken? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Bist du Sahne-Fan? Tust du auch Sahne auf deinen Kuchen drauf? Ja, es kommt nicht auf den Kuchen an, ne? Ja, klar. Also ich sag mal, ja, Marmorkuchen, also wenn die Sahne da steht, wenn die Sahne da steht, was? Dann gibt's einen guten Löffel. Ja, wenn die Sahne da schon steht, dann gibt's auch einen guten Löffel auf dem Kuchen, das ist klar. Aber ich sag mal, ich kipp jetzt nicht um, wenn da keine Sahne steht, ne? Kommt auch mal drauf an, wie der Kuchen gebacken ist, ob der saftig ist oder total trocken ist oder so, ne? Und wie sieht es beim Abendessen aus? Gibt es zum Abendessen einen Espresso oder wird der weggelassen? Nee, also abends, also davon bin ich kein Freund. Da kann ich schon nicht schlafen. Weißt du, da habe ich den Espresso oder den Kaffee noch nicht getrunken. Da allein wenn ich mir vorstelle, ich würde abends Kaffee trinken, kann ich schon nicht mal einschlafen. Ja, also bei mir gibt es eigentlich mittags und abends nach dem Essen halt ein Espresso, um halt ein bisschen für die Verdauung und halt... weil es auch lecker schmeckt. Ah, okay. Ich habe gehört allerdings, dass im Espresso soll gar nicht so viel, das ist, glaube ich, so ein Irrglaube, da soll gar nicht so viel Koffein drin sein. Das heißt, der soll viel bekömmlicher sein. Ich glaube, in so einer Tasse Filterkaffee soll viel mehr Espresso drin sein, viel mehr Koffein drin sein, als in einem Espresso irgendwie. Ja, ein Espresso ist ja rein theoretisch so ein, ist halt hochkonzentrierter Kaffee auf halt wenig Wasser. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie hoch die Prozentzahl vom Koffein in einem Espresso ist und in einem normalen Tasse Filterkaffee. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es wird halt so gesagt, dass der Espresso halt
stärker konzentriert ist, um halt so wie eine Art Schnaps zu wirken für den Bauch. So, nur halt ohne Alkohol. Ja, zur Verdauung. Also das kenne ich schon irgendwie, was weiß ich, wenn ich jetzt auf irgendeiner Hochzeit sitze oder irgendwie am Sonntagnachmittag irgendwo rumhänge oder an einem Samstag auf irgendeiner, was weiß ich, Feier oder so. Ja, wenn mir dann einer ein Espresso anbietet, dann nehme ich den auch. Aber am liebsten muss ich sagen, aber sonst hier so unter der Woche, weißt du, da, wie gesagt, da habe ich immer Angst, obwohl ich glaube, da ist nicht so viel Koffein drin, da habe ich schon wieder Angst, dass ich nie einschlafen kann. Aber, meine Lieben, Espresso, jetzt seid ihr irgendwie, ich merke, ihr seid so ein bisschen Espresso-Kenner. Kommt der Espresso bei euch aus der Voll, hier aus so einem, wie heißt das, Kaffee-Vollgerät oder wie das heißt? Genau. Oder aus so einer Cafetiere, aus so einer kleinen, die man einfach auf Aus dem dem Herd stellt? Vollautomaten. Aus dem Vollautomaten. Ja. Ah ja, weil ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Cafeteras gut. Ja, das sind ja diese kleinen Dinger, die du so direkt auf den Herd stellst. Die finde ich auch genial. Ja, die haben wir auch, das ist auch gut. Die kantenförmigen die so ein bisschen silbern sind. Ja, genau, die gibt es so silbern. Es gibt die auch in so von irgendwelchen italienischen Herstellern so ein bisschen High-End. Dann sind die so weiß und so ein bisschen runder und nicht so eckig und nicht so schroff und so. Aber ich muss sagen, wenn mir einer so einen Kaffee kocht mit so einer Cafetiera, das ist für mich immer noch irgendwie. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob ich mir das selber morgens immer in so einer Cafetiera machen will. Aber ich bin dann eher so, es muss für mich unkompliziert sein. Ich will da nicht Pulver reinfüllen und reinschrauben. Das ist mir schon wieder alles zu blöd. Deswegen bin ich bei meinem Handauf geblieben mit meinen frisch gemahlenen Bohnen. Auch verständlich. Auch Macht man ja verständlich. nicht falsch mit Ja, so. aber diese Cafetiera finde ich schon geil. Finde ich schon geil. Meine Lieben, vielleicht von euch zwei Kaffeeliebhabern, vielleicht doch noch mal ein Wort zum Thema Tee. Tee, ich sag mal, was ist mit grünem Tee? Nie ausprobiert und so, kein Bock? Ja, also doch, grüner Tee gefällt mir sehr gut. Schwarzer Tee anstatt mal einen Kaffee gefällt mir auch sehr gut. Kamillentee, auch einer meiner Lieblingstees, wobei das ja viele Leute nur trinken, wenn sie irgendwie ganz krank sind, aber mir Stimmt. schmeckt irgendwie gut. Früchtetee ist gar nicht meins. Oder so generell Früchtetee, ob das jetzt irgendwie ein Mix ist oder nur ein Apfeltee, ist nicht meins. Schwarzer Tee, grüner Tee. Ihr seid noch da, ne? Ja, wir sind Ja, noch da. Ton war kurz weg. Ja, ich merke schon. Wisst ihr, was mein Problem ist mit diesen ganzen neuen künstlichen Tees, wo dann immer so dran steht, indischer Traum und keine Ahnung, marokkanische Nächte und so. Die riechen immer gut, die schmecken aber nach nix. Das ist schlimm bei Tee, wenn die einfach sich so gut anriechen und dann einfach, wenn man sie aufkocht, richtig enttäuschen. Das ist schlimm. Die enttäuschen alle. Die würde ich hier nicht mal in die Kamera halten, nicht mal zu Demonstrationszwecken, weil diese komischen, das sind, glaube ich, alles so komische Früchtetees, die haben irgendwie so Aromen drin und die riechen toll, aber die Aromen, die da drin sind, die schmecken einfach nach nichts. Also ganz komisch. Ich bin auch nicht so ein Rooibos-Tee, sowas schmeckt mir alles nicht, sowas mag ich alles nicht. Aber ich sag mal, wie gesagt, grüner Tee, das wäre schon was. Und jetzt hast du gerade gesagt, du trinkst so gerne Kamillentee, was die meisten eigentlich nur trinken, wenn sie krank sind. Leute, vielleicht Frage zum Schluss. Ihr habt doch bestimmt auch auf Klassenfahrt oder so diese Jugendherbergen erlebt. Und da gab es immer diesen komischen roten Früchtetee. Bei euch auch? Ja. Es gab immer diesen komischen roten Früchtetee. Und wenn ich den heute noch irgendwo rieche, dann sitze ich da wieder in irgend so einem komischen Jugendhaus mit der Klasse, bin ich sofort wieder zurück in der Erinnerung auf dieser Klassenfahrt. Wenn ich irgendwo Dann diesen komischen riecht Früchtetee rieche. direkt nach Süßstoff. Ja, so Süßstoff und so, den gab es immer aus diesen Kannen und irgendwie hatten die immer dieses weiße Geschirr da und immer, das ist irgend so ein ganz, ich weiß nicht, den muss es ja auch schon seit 1000 Jahren geben, diesen komischen roten Früchtetee. Ja. Meine lieben Leute, ihr wisst es oder ihr habt es gesehen vielleicht. Ich habe hier seit ein paar Sendungen einen Anrufer-Countdown und jetzt sind wir am Ende. Und ich danke euch aber ganz, ganz herzlich für euren Anruf. Den Anrufer-Countdown habe ich eingeführt, damit hier immer so ein bisschen Bewegung in der Sendung ist, dass es Schlag auf Schlag geht, hoffentlich mit neuen Anrufern zum Thema Kaffee oder Tee. Meine Lieben, ich danke euch aber auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für den Anruf. Ihr wart heute die ersten Anrufer. Wir haben generell das erste Mal miteinander gesprochen. Fand ich ein sehr schönes Gespräch, meine Lieben. Ich danke euch. Ja klar, wir bleiben noch eine Weile dabei und dir noch einen sehr schönen Stream. Danke und seid ihr mit hier Entertaining Underground gekommen oder wie? Genau. Ah ja, okay, ja meine Lieben, dann schaue ich bei Entertaining auch mal rein und dann ja sehen wir uns bestimmt wieder. Ist ein sehr guter. Ist ein sehr guter, ja Mensch, merke ich mir. Kann Danke ich mal. nur weiter.
Kannst du weiterempfehlen. Alles klar. Danke, mein Lieber. Danke, meine Lieben. Beste Tschüss. Grüße an die Hexe, ne? Ja, Grüße an die Hexe auf jeden Fall. Tschüss, Rick. Tschüss, Tim. Ciao, meine Lieben. Tschüss. Leute, das waren unsere ersten Anrufer hier heute. Rick und Tim zum Thema Kaffee oder Tee. Auf welcher Seite stehst du? Ja. Und die beiden sind auf jeden Fall Kaffeemenschen. Die beiden sind auf jeden Fall Kaffeemänner. Kaffeemänner eben am Telefon hier. Vielleicht bist du ein Teemann. Vielleicht bist du eine Teefrau. Dann kannst du auf jeden Fall auch hier heute reinkommen in die Sendung. Heißes Thema, ganz heißes Eisen heute. Kaffee oder Tee? Da haben wir schon den nächsten Anrufer. Hallo, mein lieber Anrufer, meine liebe Anruferin, herzlich willkommen in der 64. Carlo-Show hier auf Twitch. Unser Thema ist Kaffee oder Tee. Wie darf ich dich denn hier in der Sendung nennen? Hallihallo, hier ist Moritz oder auch Entertaining Underground. Ich habe gedacht, da schaue ich direkt auch nochmal rein. Ja, Mensch, hallo Moritz Entertaining Underground. Das ist ein Name, oder? Das willst du in Neonschrift, willst du dir das ans Haus ranhängen? Besser nicht. Da denken sich die Nachbarn, die möchten auch mal schlafen. Ja, was? Ach, Schlaf ist überschätzt. Moritz Entertaining Underground, mein Lieber. Herzlich willkommen hier in der Sendung und ganz herzlichen Dank nochmal für dein Raid, mein Lieber. Ja, klar, gerne. Es sind nicht viele Leute, aber ich habe gedacht, ein bisschen Support. Die böse Hexe, die hat es angezettelt. Ich habe gefragt, wen man denn raiden könnte mit den paar Zuschauern, die wir hatten. Und da hat die böse Hexe vorgeschlagen, da alle Arbeit getan, auf jeden Fall. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank, meine Lieben. Ganz herzlichen Dank an meine liebe böse Hexe. Und ganz herzlichen Dank, mein lieber Moritz, nochmal für deinen Raid vorhin. Hat mich sehr gefreut. Ja, mein Lieber. Und jetzt bist du hier gelandet in einer Call-In-Show auf Twitch. Und du hast gleich die Gelegenheit genutzt und hast mich hier angerufen. Mein Lieber, du bist dabei in der Sendung Kaffee oder Tee. Was ist denn, auf welcher Seite stehst du denn? Bist du der Kaffeemann oder bist du der Teemann, mein Lieber? Ich vertrage tatsächlich gar keinen Kaffee. Oh. Also fast nicht. Ich liebe den Geschmack, aber ich vertrage einfach keinen Kaffee. Deswegen bin ich Team Tee. Und nachdem jetzt eben viel über Kaffee geredet wurde, habe ich gedacht, ich hau dann jetzt einfach mal ein paar Gespräche über Tee hier rein. Wunderbar, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr. Abwechslung, das soll so hier, das soll hier so sein. Hör mal, mein Lieber. Vielleicht aber trotzdem erstmal zu deiner Kaffeeunverträglichkeit. Also das ist ja noch, das ist ja eine Qual. Du liebst den Geschmack, aber du kannst ihn nicht trinken. Ja, weil irgendwie, also Kaffee ist immer, ich vertrage den einfach nicht gut, weil viele Leute macht es ja wach, aber mich macht es nur so komisch aufgedreht, aber nicht dieses angenehme aufgedreht sein, sondern eher so wie, keine Ahnung, wie man dann halt so sitzt nach ein paar Stunden Twitch-Streamen, wo man dann ja auch nicht ganz so entspannt ist, sondern halt irgendwie erstmal runterkommen muss. Ja. Dieses Gefühl habe ich beim Kaffee immer. Ah, ich verstehe. Ach, witzig, dass du aber auch, ach Mensch, wir kommen schon wieder vom Höchstchen auf Stöckchen, finde ich gut. Witzig, dass du das auch hast. Wenn ich 2, 3, 4 Stunden gestreamt habe, gerade wenn ich etwas später gestreamt habe, wahrscheinlich streamst du viel länger, aber ich bin bei 4 Stunden ist meistens mein Limit. Wenn ich am Freitag um 20 Uhr anfange und dann um 12 Uhr aufhöre, bis ich im Bett bin, ne? Das dauert Ewigkeiten. Das ist wirklich heftig, ja. Und ich habe die Erfahrung gerade zum ersten Mal. Ich habe eben das erste Mal alleine gestreamt, am Freitag noch mit einem Kumpel. Mit dem Kumpel geht das dann irgendwie, aber so alleine ist es wirklich, bis man da mal wieder raus ist aus diesem Film, weil man will die Menschen ja unterhalten und so, und das ist schon, ja. Ja, ich gehe dann offline, dann mache ich noch so ein bisschen Nachbereitung, poste ich noch irgendwo irgendwas oder so. Dann gucke ich mir natürlich auch andere an, die gerade online sind und hänge da noch ein bisschen ab. Ja, dann schon ist es 5 Uhr morgens, ne? Naja, mein Lieber, so viel dazu. Also das heißt, du bist dann nach dem Stream, du bist dann aufgepusht und genauso fühlst du dich, wenn du schon eine kleine Tasse Kaffee trinkst oder wie? Ja, richtig. Also meistens ist es dann so, also ich trinke halt wirklich trotzdem leider gerne Kaffee. Und dann immer, wenn ich mit Leuten irgendwie im Café bin oder so, ist danach immer dieses Gefühl da und dann sind die Gespräche nicht so entspannt, das ist halt, aber der Geschmack ist einfach zu gut. Ich finde, das gehört dann dazu, dass man irgendwie dann da entspannten Kaffee trinken kann und man kann ja dann irgendwas nehmen, was jetzt nicht ganz so viel Koffein hat, was nicht ganz so schlimm wirkt. Hast du es denn mal mit so einem Entkoffeinierten versucht? Ja, den gab es nämlich früher immer bei uns, dadurch erkläre ich mir das auch immer so ein bisschen, weil bei uns gab es früher nur entkoffeinierten Kaffee. Und vielleicht habe ich dadurch nie diese Verträglichkeit aufgebaut. Ah, okay, ich verstehe. Ja, da scheiden sich ja auch die Geister. So echte Kaffeetrinker würden sagen, entkoffeinierter Kaffee, das kann niemals richtiger Kaffee sein und so. Und ich meine, aber mir geht es auch so, man schmeckt, glaube ich, schon
dass kein Koffein drin ist. Koffein hat auch so einen leichten Eigengeschmack, glaube ich. Ja, denke ich auch, ja. Also, das ist ja schon, ich weiß zwar nicht, wie entkoffeinierter Kaffee hergestellt wird. Wahrscheinlich ist das dann eine Form der Züchtung oder so. Aber allein das würde ja auch dafür sprechen, dass entkoffeinierter Kaffee einfach anders schmeckt, weil eben andere Züchtung Ja, oder so. das ist tatsächlich so bei dem entkoffeinierten Kaffee. Der wird in einem, das ist ganz normaler Kaffee und dem wird in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren, wo es auch mal hieß, da würden Giftstoffe bei produziert, hieß es mal, in einem sehr aufwendigen Verfahren wird diesem Kaffee das Koffein entzogen. Das ist gar nicht Ah, leicht. krass. Okay, krass. Andere Leute Dann, fliegen zum Mond und dann wieder andere entziehen dem Kaffee Koffein. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach gemacht. Deswegen. Aber mein Lieber, also das heißt, du kriegst aber keine Magenprobleme, sondern du bist sehr aufgeputscht, schon von so ein bisschen Kaffee, ne? Ja, genau, ja. Und ja, jetzt reden wir doch mal über Tee. Mein Lieber, du bist von deiner Kaffeeunverträglichkeit, bist du quasi zum Tee gekommen. Was bist du denn für ein Ja. Teetrinker? Wo ist deine Leidenschaft beim Tee? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe hier zu Hause eine Box stehen, eine ganze Kiste voll mit unterschiedlichen Teesorten. Also ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch den grünen Tee favorisieren, auch wenn der auch Koffein hat, aber auch, also das vertrage ich dann irgendwie besser. Das ist ganz komisch. Und schwarzen Tee habe ich hier stehen und natürlich aber halt dann mal so ein paar Zusammenstellungen hier Teegeschwendner und so. Also ganz, ganz großer Tee-Fan und im Grunde gibt es jeden Morgen einen anderen. Ja. So ein Hardcore-Tee-Fan bist du, aber da muss ich dir aber mal eins sagen, dann bist du wahrscheinlich einer der wenigen Menschen, denen man ja zum Geburtstag immer diesen Geschwendner-Tee mitbringen kann und du bist immer happy. Weißt du, normalerweise ist das ja so, du verschenkst immer so, wenn dir nichts mehr einfällt, holst du diesen Tee irgendwie von Gschwendtner oder von diesem anderen Laden da, der so einen Nordsee-Touch hat und dann bringst du das mit und dann so, oh toll, Tee, sagen dann die Leute und das können die alle dir schicken. Ja, es ist wirklich exakt so. Es ist total genial, weil das ist nicht nur dann Geburtstag, sondern das ist auch Weihnachten. Und jedes Mal, wenn es irgendwie ein Geschenk geben könnte, ist entweder Tee oder ich habe mir vor einem Jahr einen Plattenspieler geholt. Entweder Tee oder Platte ist immer das Go-To bei mir quasi, wo man mich mit beschenken kann und Ja. wo ich mich aber auch immer freue. Ja, lieber Moritz, da weiß man wenigstens, woran man ist. Du bist ja, also es gibt ja Leute, die kann man ja gar nicht beschenken. Die Ja, kennst du, ja, ja. da kannst du wirklich nur einen Gutschein kaufen von, was weiß ich, du meinetwegen Douglas oder von irgendeinem Klamottenladen oder so, ja. Damit liegst du dann irgendwie richtig. Da können die irgendwas mit anfangen. Es gibt Leute, die sind sehr schwer zu beschenken. Aber du, Ja. das ist ja fantastisch. Ich will dir direkt was schenken eigentlich. Ich möchte jetzt zu Gschwendtner rennen und dir da so einen Tee holen, hör mal. Dann gebe ich den dir und du freust dich und so. Das habe ich noch nie erlebt. Ich krieg eigentlich, wenn du damit ankommst, dann denken die Leute immer so, oh, er kennt mich gar nicht richtig oder ihm ist nichts eingefallen. Aber bei dir super. Ja, und mein Lieber, du hast alle Teesorten unter der Sonne stehen quasi bei dir zu Hause. Und jetzt hast du Ja, schon gesagt, wirklich, ja. aber so einen richtigen, hast du so einen Mega-Favoriten unter deinen Teesorten oder wie sieht es da aus? Na, tatsächlich nicht. Also es gibt so ein paar Sachen. Es gibt so eine Teesorte, die haben mir meine Eltern mal aus Kreta mitgebracht. Das ist so kretischer Bergtee. Das ist aber auch ganz verwerflich, den zu trinken, weil das ist so ein Touristending. Und deswegen bringt den halt jeder mit. Das habe ich dann irgendwann mal recherchiert, als ich nochmal selber auf Kreta war. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann lässt du das, dann ist es der kleine Rest, den du zu Hause hast, noch das ganz Noble und den gibt es dann an ganz besonderen Morgen dann mal. Aber ja, also der ist auf jeden Fall sehr gut und dann gibt es einen sogenannten Dictamnus, der ist auch, haben wir auch von Kreta damals mitgebracht, der ist auch, weiß ich nicht, geht so in Richtung Kräuter und hat so ein. Ja, also der kretische Bergtee hat so einen Kräuter, aber auch mit so einem leichten zitronigen Ton. Also der ist auf jeden Fall mein Favorit. Also grundsätzlich, du bist ja wirklich Kräutertee, dass Leute freiwillig sagen, ich hatte ja eben hier schon jemanden, der trinkt freiwillig Kamillentee. Also was aber ich Ja. habe, also Kaffeefraktion im Chat, aber auf jeden Fall Exoten hier am Telefon. Kräutertee tust du dir rein. Ja, allerdings, das ist heftig. Der Typ von eben aus der Leitung ist tatsächlich auch ein Kumpel von mir. Der hat auch noch meinen Stream geguckt und ist dann mit drüber gekommen. Den kenne ich auch ganz gut, ja.
Also das heißt, aber ich muss dir sagen, als ich eben gehört habe, kretischer Bergtee, da dachte ich erst, da habe ich so ein bisschen an meine Grasfreunde hier, an meine Kifferfraktion im Chat gedacht. Da dachte ich, das könnte jetzt auch irgendwie so ein Codewort sein oder so. Ich hole mir mal noch einen kretischen Bergtee, das Wochenende wird lang. So, weißt du, hätte auch so ein Codewort sein können, aber ist auf jeden Fall offenbar so ein Mitbringsel. Ich wusste gar nicht, was haben denn die Griechen mit Tee? Ich wusste gar nicht, dass die Griechen so auf Tee stehen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht mal die Griechen, aber das ist halt, ich weiß nicht, ob du mal auf Kreta warst, aber diese ganze Insel riecht nach irgendwelchen Kräutern. So, da wächst dann Oregano und Thymian einfach so am Wegesrand. Deswegen riecht diese ganze Insel so, die Gerüche, die sich da zusammentun, das ist wirklich, also diese Insel ist Wahnsinn. Und ja, ich glaube, aber ich glaube, die Griechen an sich haben das gar nicht so krass mit Tee. Das weiß ich aber nicht. Also so Oregano. Und danach riecht's da und Thymian und Tee. Das sind unsere Griechen, mein Lieber. Das heißt, wie hieß denn dieser andere Tee? Der andere war aber auch so ein Kräutertee, Dorayaki. Was, wie hieß der? Der hieß Dictamnus. Ich kenne das auch. Dictamnus? Was? Also man lernt ja, also in dieser Sendung, ich lerne wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag, wenn ich die Sendung mache, lerne ich hier was Neues. Dictamnus, mein lieber Freund. Ja. Wie trinkt man den? Trinkt man den so pur oder muss man da irgendwie Zucker reinmachen oder was? Der ist auch im Grunde eigentlich Kräutertee und ich trinke den auch ohne Zucker und so. Also ich trinke sowieso fast alle Sachen, die ich trinke, sind ohne Zucker. Und ja, den kann man auch einfach so dann da reintun. Da braucht man halt dann so ein Teesieb für, dass man da nicht alle Blätter und was weiß ich dann nachher da drin rumschwimmen hat. Ja, und dann, ja. Das heißt, kommt für dich denn, machst du alles mit dem Teesieb? Oder kommt für dich auch so ein Teebeutel mal in Frage? Ja, hin und wieder geht dann auch mal ein Teebeutel auf jeden Fall. Manchmal ist dann, keine Ahnung, kann es dann auch mal der schnelle Schwarztee sein von der Penny-Marke oder sonst was. Das geht dann auch auf jeden Fall. Also dieses ich komme da immer durcheinander. Irgendwie eine Zeit lang hieß es Tein und Koffein wäre was anderes. Dann hieß es immer, es ist das Gleiche. Man nennt es nur anders. Ich bin da gar nicht auf dem letzten Stand. Aber auf jeden Fall, das Koffein oder das Tein im Tee verträgst du auf jeden Fall wesentlich besser, auch von deiner ganzen, dass du nicht so um die Lampe fliegst damit. Ja. Das ist das Einzige im Grunde. Also es gibt noch hier dieses Mate-Süßzeug, was ja auch bekannt ist. Das vertrage ich auch noch ganz gut, aber das ist ja auch wieder, basiert ja auf Tee quasi. Und diese beiden Sachen sind die einzigen Sachen, die ich trinken kann, die mich wach machen, aber nicht so eher so wirr quasi. Also kontrollierter Abflug bei dir dann morgens. Genau, richtig. Ja, Morgen mit einem schönen Tee. Ja, es kickt auf jeden Fall nicht so rein bei dir wie der Kaffee. Das ist ja dann auch ganz angenehm, mein Lieber. Ja, auf jeden Fall. Also du hast sehr viele Teesorten da. Wie stehst du denn zu grünem Tee? Grünen Tee liebe ich sehr. Also grünen Tee habe ich, glaube ich, hier alleine 6 Sorten. Verschiedene Grünteesorten. Auch teilweise dann mit so ein bisschen Zitronengras noch dabei und solche Sachen. Kann man auf jeden Fall gut trinken und schmeckt mir persönlich auch sehr gut. Und was du eben, wo wir reingeratet sind, hast du noch erzählt, dieses, wenn man den zu lange ziehen lässt, dann das ist so ganz bitter. Ja. Das mag ich gar nicht, ey, das ist furchtbar. Ah, da hatte ich so eine Zeit, ne? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, warum ich den so lange habe ziehen lassen, aber ich kann mich erinnern, offenbar muss mir das geschmeckt haben, weil ich habe das immer wirklich demonstrativ lange ziehen lassen und ich habe den auch, dann ist der ja kalt geworden noch irgendwann im Glas, ich habe den auch kalt dann noch getrunken und dieses Bittere irgendwie fand ich offenbar zu der Zeit total, total genial. Also ich kann es gar nicht mehr sagen, warum, wieso, weshalb. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ewig her, ne? Aber ich hatte wirklich diese Grüntee-Phase, dass ich da gar nicht, weil das ist ja so bitter dann, dass hab ich da Magenprobleme gehabt, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall, das war lange vor diesem ganzen Mate-Tee-Trend und diesem ganzen Zeug und so. Apropos Mate-Tee aber mal, ne? Hast du mal diesen Original-Mate-Tee getrunken hier mit diesem, so wie das die, wer ist das, Chilenen oder Argentinier da unten oder diese Ureinwohner oder hier die Natives und so, aus diesem komischen Gefäß mit diesem Metallstrohhalm, hast du so einen Mate-Tee schon mal getrunken? Nee, bis jetzt nicht. Ich habe auch nur, also ich habe eine Teemischung hier, wo Mate mit drin ist, als tatsächlich Mate-Pflanze. Aber so einen Tee habe ich noch nicht getrunken. Das ist aber auch
eine Zeit lang war das so, dass man, wo ich mir den mal holen wollte, habe ich immer wieder gesagt bekommen, ja, das geht zurzeit nicht, weil den gibt es zurzeit nicht, weil der mit irgendwelchen Schadstoffen belastet ist irgendwie. Aber ja, deswegen habe ich nur diese eine Mischung, aber den original richtig guten Mate-Tee habe ich bis jetzt noch nicht genießen können, Ja, ne? du sagst so gut, ne? Ich muss dir sagen, ich hatte im Abitur 3 Jahre lang mal Spanisch. Da bin ich knallhart am Spanischen gescheitert. Aber unser Spanischlehrer, der war mal eine Zeit lang in Argentinien und so. Und dann hat das ja gepasst: Spanisch, Südamerika und so weiter. Und dann hat er tatsächlich so ein Original-Mate-Ding, Mate-Tee-Ding mitgebracht. Und dann konnten wir den da trainieren aus diesem komischen Gefäß, wo ich so dachte: also, das muss man aber wirklich lieben, ne? Ja, das ist, glaube ich, sehr speziell. Das ist wie das Bittere dann, ne? Irgendwie, ich glaube, wenn man das dann eine Zeit lang, weiß ich nicht, das muss man dann, glaube ich, in einem positiven Kontext kennenlernen. Und keine Ahnung, ich esse auch so saure Gurken zum Frühstück, glaube ich, das mag auch nicht jeder. Das muss, hat man, glaube ich, immer mal so Phasen und ja, Hast du vielleicht. aber recht, saure Ja, Gurken ist bei mir tatsächlich auch mehr so ein Abendbrotding. ich Ja. kenne kaum Leute, auch so eingelegte Oliven oder sowas, sowas esse ich halt auch zum Frühstück. Und ich glaube, das teile ich nicht mit vielen Menschen. Eingelegte Oliven knallhart zum Frühstück. Mein Ja. Lieber, so schön zum schwarzen Tee, so eine Olive, das ist so deins. Ja, tatsächlich, weil das, ich finde immer dieses Saure, das ist dann gerade, wenn der Morgen irgendwie noch nicht so richtig angelaufen ist, man noch so ein bisschen verklatscht ist, das holt einen so auf den Boden der Tatsachen. Dieses, Ja. man hat dieses saure Gefühl und irgendwie ist so, okay, alles klar, ab hier geht's nur noch bergauf. Nimmst du noch Keine so einen Ahnung. Schluck Wurstwasser auf dem Weg, das ist so ein Ding, dann bist du dabei. Also das ist unser Moritz, Leute. Also da bleibt kein Auge trocken bei dem morgens. Aber mein lieber Moritz, es muss ja auch Teesorten geben, die dir gar nicht so schmecken, sage ich mal. Wie stehst du denn zu diesen ganzen durcharomatisierten indischer Traum, marokkanischer Morgen, Boah, tunesischer boah. Abend? Was ist denn damit? Na, wirklich, nee, kann ich. Also es gibt gute frische Tees und es gibt auch gute aromatisierte Tees, aber das sind die allerwenigsten. Ich habe hier zwei, von der Sorte habe ich zwei. Ich glaube, ich habe insgesamt 40 Sorten und davon sind zwei solche, die in Richtung Früchte und aromatisiert oder solche Sachen geht. Und ansonsten auch dieses. Es gibt so Sorten, so, die heißen dann Kaminfeuer und so, und die kann ich nicht trinken, weil das irgendwie dann mit Zimt und so. Und ich denke halt, ja, ist halt nicht Weihnachten gerade, ne? Ja, das weckt, finde ich, halt immer so Erwartungen. Also, ich hatte meine Kollegin, die hatte immer so einen Kirschtee. Und dieser Kirschtee, wenn die sich den gebrüht hat und so, da dachtest du, okay, ja, es riecht vielleicht ein bisschen süß und so. Aber insgesamt, das war gar nicht schlecht. Das legte sich dann wie so ein Schleier in den Raum. Aber das war fast wie so ein Raumduft, weißt du, wie so ein Autobaum, wie so ein Duftbaum. Ah, oh ja, stimmt, Aber ja. es war jetzt noch nicht schlecht. Es war noch nicht schlecht. Aber dann hast du dir mal von der so einen Beutel ausgeliehen und so. Dann hast du den getrunken. Das war gar nichts. Das war ja nicht mal, also Ja, nicht mal, dass es jetzt ja. irgendwie eine Limo war, eine heiße Limo oder so, dass es so geschmeckt hat, sondern es war gar nichts. Ja, das kann ich, das hast du eben ja auch kurz mal angeschnitten mit diesen aromatisierten, dass sie gut riechen, aber da kein Geschmack drin ist, ganz oft. Ich habe in dem Moment vor dem Bildschirm gesessen und gedacht, ja, danke, dass das mal einer sagt. Das ist wirklich, die muss man ja teilweise für eine Viertelstunde lang ziehen lassen, damit du eine Ahnung hast, wie das eigentlich schmecken soll. Also es ist Ach, dann, furchtbar. ja, dann, die kippen wahrscheinlich von geschmacklos direkt in bitter. Da entwickelt sich kein Aroma auf der Fahrt dahin, sondern Ja. die kippen direkt um, wenn du die zu lange ziehen lässt oder so. Ja, das ist immer so. Also grundsätzlich, wenn ich daran denke, wie schön die duften und die Packung sieht schön aus und so, aber es hält ja nichts von dem, was es Ja, verspricht. Absolut nicht. absolut gar nicht, ja. Mein Lieber, diese ganzen Geschichten, Teezeremonie. Warst du schon mal bei so einer Teezeremonie, bei so einer grüne Tee, so eine Matcha-Grüntee-Zeremonie? Warst du da mal dabei oder bist du vielleicht so der Typ, der sagt, ach, so ein Ostfriesentee mit Klunche und Milch, das ist so meins? Tatsächlich gab es den Ostfriesentee mit Kluntje, aber ohne Milch. Also Tee und Milch geht bei mir irgendwie nicht zusammen. Ich weiß nicht warum. Das ist, außer vielleicht natürlich so ein Chai oder Matcha, schmeckt natürlich auch gut mit Milch, aber viele nicht. Aber nee, so eine Zeremonie habe ich selber noch nie mitgemacht irgendwie. Das hat sich nicht ergeben, wird sich auch, glaube ich, nicht mehr ergeben. Ich bin so
ein Mensch, der sehr viel alleine zu Hause rumhängt und dann da in Ruhe seinen Tee trinkt und das dann zu so relativ, also das Aufstehen und erstmal sich eine Tasse Tee machen, das ist ein Ritual, aber ansonsten trinke ich fast nie Tee, auch wenn ich bei Leuten woanders bin oder so, das ergibt sich da einfach nicht. Also das heißt grundsätzlich Grüntee, irgend so ein Kram, Zeremonie hast du noch nicht mitgemacht. Und nee. Wie stehst du zu diesem Ostfriesentee hier mit Kluntje und so ein Zeug? Ja, fand ich ganz lecker, ist aber zu lange her, dass ich es jetzt nochmal beurteilen könnte. Geschmäcker ändern sich ja und dementsprechend weiß ich nicht mehr, ob ich das heute noch so sehen würde, aber ich weiß, damals fand ich es lecker. Jetzt muss ich erstmal sagen, was war das denn eben? Ich sehe hier gerade ein Alert. Was war das denn? Rick the Flick, mein Lieber. Nein. Ich danke dir für deine 2 Euro. Ich glaube, das ist die erste Donation in diesem Stream überhaupt. Hallo. Wahnsinn. Hallo. Ey. Mensch, geil. Was ist denn? Studiert ihr schon? Ja, ne? Oder macht ihr eine Ausbildung? Aber Ricky weiß ich das gerade gar nicht, was der macht. Ich glaube, ich glaube, der studiert, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Nicht, doch, dass er stimmt, klar studiert er. Der hatte noch Klausuren letzten Freitag. Oder Mensch, so. Rick, wenn die Uni wieder losgeht, nicht, dass du dir jetzt keine Milch holen kannst da in der Uni. Hör mal, für deinen Kaffee. Danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Donation, mein lieber Rick. Es ist auf jeden Fall wirklich die erste Donation hier überhaupt in diesem Stream. Ich bin noch nicht so lange Affiliate, beziehungsweise ich habe erst vor kurzem umgeschaltet auf Affiliate, dass das ganze Schnickschnackzeug mit Emotes und so überhaupt funktioniert. Ja, danke, mein lieber Rick. Ja, der Carlo nimmt's gerne an, mein Lieber. Ich habe hier nochmal massiv in meine Technik investiert. Da werde ich mich am Samstag drum kümmern und den ganzen Kram hier aufbauen und dann mal gucken, läuft der Stream hoffentlich noch flüssiger. Mein lieber Entertaining Underground, du wirst das vielleicht kennen, wenn du selber streamst. Hast du manchmal Leistungsprobleme mit deinem Rechner? Ja, doch, auf jeden Fall. Also mir ist heute, glaube ich, während des Streams 6 oder 7 Mal die Kamera ausgefallen, dementsprechend. Nervig. Mein lieber Moritz. Ja, also, mein lieber Moritz, das heißt, okay, mit Ostfriesentee kann man dich jetzt nicht so locken und mit diesem ganzen knisternden Kluntje und so, aber mein Lieber, du bist ein absoluter Tee-Fan, 40 Sorten sind in deinem Regal und mein lieber Moritz, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für deinen Raid, ich danke dir für deinen Anruf hier in der 64. Call Carlo Show zum Thema Kaffee oder Tee, du bist ein Teemann, der erste richtige Teemann hier heute in der Sendung und wunderbar, habe ich mich sehr gefreut, war sehr schön mit dir zu quatschen. Es war sehr schön, gerne wieder und dann viel Spaß heute Abend noch. Grüße an alle in den Chat und bis bald. Ne? Tschüss, mein lieber Moritz und ganz herzlichen Dank. Ciao.